Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen heute etwas vorstellen aus der Arbeit einer Gruppe in Großbritannien, die schon seit längerem an dem Thema Fallbesprechungen arbeiten und die viele Vorarbeiten geleistet haben, die dann in Deutschland dazu geführt haben, die Verstehenshypothese in den Mittelpunkt psychiatrischer Arbeit zu stellen. Bei der Entwicklung solcher Verstehenshypothesen, da geht es ja darum, dass der Fallmoderator die Komplexität einer Fallsituation erhöht, viele Hintergründe und Kontexte erfragt. Und das Ziel ist ja eigentlich, dass so etwas entsteht wie eine Fallgeschichte, also ein Narrativ, eine Storyline, sodass man das Verhalten oder die Befindlichkeiten ein Stück weit ableiten, verstehen, integrieren kann. Und dabei hat der Fallmoderator eine durchaus aktive Rolle. Also er ist nicht nur einfach so ein neutraler Moderator, wie man das vielleicht so vom Fernsehen erkennt, sondern er denkt den Fall mit, er nimmt verschiedene Rollen ein, er wird manchmal als Experte angefragt, und er hat auch die Aufgabe, bestimmte Themen vielleicht mehr zu fokussieren, zu priorisieren und auch etwas zu tun, was die Autoren dieser kleinen Studie Mythen auflösen nennen. Dabei geht es nicht immer nur um die Bedürfnisse und die Situation des Klienten, sondern auch um die Situation der Familie und auch des Teams, innerhalb dessen dieser Fallbesprechung nun mal stattfindet. Es geht also nie nur um die Probleme des Patienten, sondern eigentlich um die Probleme und auch unerfüllten Bedürfnissen von Team, Familie und Patient. Innerhalb dieses Gesamtkontextes geschieht das Verhalten. Okay, in der Weiterentwicklung eines solchen Falls, so sagen die Autoren, hat der Fallbesprecher die Aufgabe, sowas aufzubauen wie ein Gerüst, Scaffolding, also ein Gerüst aufzubauen, sodass das Verhalten erklärbar wird. Und dabei muss er aufpassen, keinem der Beteiligten irgendwie sowas wie eine Schuld zuzuschreiben. Also das Team ist schuld oder die Verwandten sind schuld oder die Person selber ist in irgendeiner Weise dran schuld, sondern eher so Fragen zu stellen wie: Ich überlege gerade mal, ob wir vielleicht manchmal doch zum Stress beitragen oder ob wir manchen Stress übersehen. Ja, damit wird keinem eine Schuld zugeschrieben, sondern es wird eigentlich der weitere Suchprozess angeregt. Die Autoren nennen das den Columbo-Approach nach dem bekannten Detektiv Columbo. Im weiteren Fortgang kommt man dann ja irgendwann mal zu einer gewissen Lösung. Und bei der Lösung ist es wichtig, dass man im Vorfeld viele unterschiedliche Ansätze zu Wort kommen lässt und nicht nur einen dominanten. Und um das zu konkretisieren, sind so Fragestellungen hilfreich wie: Wie könnt ihr sicherstellen, dass das auch passiert? Wer von euch wird das konkret machen? Was braucht ihr an Voraussetzungen dafür? Und je konkreter man das durchdenkt und Detailplanung beschreibt, desto eher kommt das vielleicht auch im Team an. Ja, also die Rolle und die Kompetenz des Fallmoderators für den Erfolg einer Fallbesprechung kann gar nicht hoch genug veranschlagt werden. Wenn man fachlich vielleicht sehr erfahren, aber in der Gruppendynamik unerfahren ist, dann ist man vielleicht schnell ungeduldig oder denkt daran, dass das Team einfach inkompetent ist, ja? Oder man lenkt das Team sehr stark hin auf die vom Moderator präferierte Lösung. Also man weiß im Grunde genommen schon, wohin das Ganze geht und hat jetzt die Aufgabe, das Team genau dahin zu führen, wo man es hinhaben möchte. Ja, ein Team hat oft eine Mühe, diese Phase des Verstehens, des Entwickelns einer Hypothese lange genug auszuhalten. Die wollen ganz schnell eine Lösung haben, weil sie oft ihre Lösungslosigkeit nicht ertragen. Und dabei kann es passieren, dass man auch mal den Moderator angreift, ja, oder dass man von einer Möglichkeit zur nächsten springt. Und die Aufgabe, des Moderators ist, möglichst lange diesen Raum offen zu halten, unterschiedliche Hypothesen und Möglichkeiten zu erwägen. Dafür ist es natürlich geschickt, wenn der Moderator im Vorfeld das Team gut kennt.
Also, wie gehen die da miteinander um? Was sind so die tragenden Überzeugungen? Wer hat hier vielleicht bestimmte Rollen, wie die des Gruppensprechers oder die des Brückenbauers? Ja, so welche Leute halten sich eher zurück? Welche sollte man vielleicht mehr so mal in den Vordergrund kommen lassen? Das sind alles so Überlegungen, die hier sinnvoll sind. Im Laufe einer Fallbesprechung kann es auch viele negative Zuschreibungen geben. Also der macht das aus Absicht oder der manipuliert uns oder man hat so unbestätigte Gerüchte, der war früher schon so und jetzt ist es nur noch schlimmer. Und die Aufgabe des Fallmoderators ist eigentlich, solcherlei Zuschreibungen ein bisschen zu hinterfragen. Die nennen das eben Mythen auflösen. Ja, wenn es denn da mal zu neuen Lösungen kommt, dann gibt es natürlich klassischerweise den Widerstand, ja, weil manche befürchten, das kann man sowieso nicht umsetzen, oder man flüchtet, indem man schweigt und gar nichts sagt, oder man bekämpft das und sagt, naja, das bringt alles nichts, der braucht ein anderes Medikament. Ja, und was hier helfen kann, ist eben, dass der Moderator noch einmal so eine Lösung bis ins Detail mal durchdekliniert, bis so ein Team so eine Idee bekommt, ja, das könnte vielleicht doch funktionieren, wo man auch sowas wie ein Risikomanagement beschreibt. Also was macht ihr denn, wenn es nicht funktioniert? Oder wen könnt ihr ansprechen, um euch hierbei zu helfen? Ja, vielleicht zum Schluss nochmal eine eigene Erfahrung aus vielen Jahren der Fallbesprechung heraus. Ich denke, die Grenzen zwischen Fallbesprechung und Supervision, die sind durchaus fließend. Nicht? Mal ist mehr der Klient im Vordergrund, mal mehr ist das Team im Vordergrund. Und idealerweise würde man das gerne trennen, würde man das gerne separat haben, aber das geht oft nicht. Ja, also die gruppendynamischen Hintergründe sind oft entscheidend dafür, ob eine Fallbesprechung zu einem Erfolg führt oder nicht. Ja, soweit mal ein paar Ideen von Jackson, Fielden, Pearson, den Leuten, die sich mit Fallbesprechungen auseinandersetzen. Das ist noch ein interessantes und vielfältiges Forschungs- und Studiengebiet. Was braucht so ein Fallmoderator? Wie kann man ihn qualifizieren? Wie kann der so an der Grenze zwischen Fallmoderation und Supervision seinen Weg finden? Ich hoffe mal, dass wir da in den nächsten Jahren noch mehr Studien und Erfahrungen zu sammeln können. Soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören in einer schwierigen Zeit, dass Sie sich dann doch nochmal für psychiatrische Fragestellungen interessieren. Vielen Dank.